Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 17 der Reihe über Geschichte und Fiktion, heute etwas angeschlagen, aber frohen Mutes. Heute soll es um das Buch Die Autobiografie von Edward W. Said gehen, Out of Place, 1999 erschienen. In der deutschen Übersetzung heißt das Buch Am falschen Ort. Vorbemerkungen, eine ganze Reihe von Vorbemerkungen sind für mich für die heutige Sitzung nötig. Wir haben gesagt, in der diesjährigen Sitzung von Oktober 23 bis Juli 24 soll es um geschichtlich bedeutsame Personen gehen, die in Schriften, in Texten Niederschlag gefunden haben. In ihren Autobiografien, in ihren Biografien, in romanhaften Erzählungen oder auch ganz einfach erfundenen Geschichten, aber Personen, die man kennt aus der Geschichte. Und die Auswahl, die ich getroffen habe, das waren Personen, die mich persönlich sehr interessieren. Es ist also eine sehr, sehr persönliche Auswahl. Und ich habe sie ausgewählt aus verschiedenen Gründen. Weil ich die Personen mag. Weil ich die Personen nicht mag. Weil ich die Personen bewundere. Oder weil ich sie auch abstoßend finde. Weil sie historisch bedeutsam sind. Und dann auch Personen, die mir einfach Einblicke in eine Gesellschaft und eine Zeit geben, die ich nicht kenne, die mir vollkommen fremd ist und auf die ich sehr neugierig bin. Je näher ich der Gegenwart gerückt bin, je mehr ich ins 20. Jahrhundert gekommen bin, desto verstörender waren die Begegnungen mit den Personen, die ich in der Literatur gefunden habe. Immer mehr, immer stärker haben mich diese Begegnungen aufgewühlt. Es waren dann auch eben Begegnungen mit Tätern und auch Opfern im Dritten Reich, im Nationalsozialismus, Leben zu Zeiten eines Terrorregimes und was diese Menschen schildern, wie sich Menschen überhaupt verhalten. Und immer wieder zu erfahren, wie ungerecht Menschen sein können, wie sie auch ungerecht handeln können, noch dazu zu Zeiten, wo Ungerechtigkeit politisch ausgelebt werden kann und propagiert wird. Ungerechtigkeit macht mich nicht schlafen, das regt mich auf. Und eine Form der Ungerechtigkeit ist für mich auch immer, sind für mich auch immer Erzählungen, die so schwarz-weiß malen, wo es ganz klar Gute und ganz klar Böse gibt, in der Geschichte, wo verfolgt wird, wo ausgemerzt wird, aber das auf eine Art und Weise, die der geschichtlichen Realität in nichts nahe kommt, weil sie ohne Nuancen ist. Eine Malerei, die keine Farben kennt, keine Schattierungen, keine Zwischentöne. Und Schwarz-Weiß-Malerei ist eben gerade in Kriegszeiten normal. Die Vielschichtigkeit, die Ambivalenzen gehen verloren. Und da wir selbst im Moment in so einer Zeit leben oder wie viele sagen, auch in Pre-War Times, fallen vielschichtige Momente des Lebens unter den Tisch. Und man muss sich heute klar positionieren auf die eine oder andere Seite, was mir in der Regel sehr, sehr schwer fällt. Und je mehr das sozusagen in meine eigene Zeit hineinreicht, in meine eigene Lebenszeit, desto naher ist es mir und desto schwieriger ist es für mich, damit umzugehen. Und in dem Zusammenhang habe ich ausgesucht einen Autor,
Edward W. Said, einen Mann, den ich mein ganzes Leben lang sehr bewundert habe und der sich sein ganzes Leben lang eben auch darum bemüht hat, mit Schwarz-Weiß-Malerei aufzuhören, die Nuancen, die Vielschichtigkeiten im Leben der Menschen wiederzufinden, Fronten aufzuweichen, Fronten, die eben genau dazu führen, dass Menschen sich konfrontativ verhalten, dass sie in einen aggressiven Zustand übergehen. Und das habe ich an ihm immer bewundert. Und das tue ich auch heute noch. Ich bewundere seine Humanität, ich bewundere seinen Intellekt, der gepaart ist mit Gefühl und Emotion. Ich bewundere seinen Mut, für ein Leben einzustehen, das ihn immer an den falschen Ort gesetzt hat, out of place. Immer in den Umkreis von Menschen, die ihn sehr oft nicht verstanden haben, die ihn als fremdartig empfunden haben. Und seine Art und Weise, damit umzugehen, sich in der Andersartigkeit, in der Fremdheit beheimatet zu fühlen, das ist ein großer Gedanke. Die Schriftstellerin Dania Shibley, die wir noch in dieser Season kennenlernen werden, hat 2013 über Saids Aktualität einen kleinen Aufsatz verfasst. Und sie hat gesagt, das Besondere an Said sei eben die Durchbrechung binärer oppositioneller Logik. Eine Logik, die immer nur sagt, wir und ihr. Und die eintritt dafür, dass es nicht ein Wir und ein Ihr gibt, sondern nur viele höchst unterschiedliche Individuen, dass wir uns selbst verstehen über unsere sozialen Beziehungen zu anderen Individuen und nicht zu Kollektiven. Dass die Zuordnung zu Kollektiven, gerade auch zu nationalen Kollektiven, nicht gut ist und dazu führt, dass wir Klischees aufsetzen, dass wir ein Schubladendenken entwickeln. Sich zuzuordnen als Israeli, als Palästinenser, als US-Amerikaner, als Araber, als Muslim, als Christ oder wie auch immer, das birgt Gefahren in sich und verwischt genau das, worauf es ankommt, nämlich die Vielschichtigkeit in der Welt. Edward Said, so sagt sie, sei ein Mann gewesen, der von Ort zu Ort gereist sei, ein Nomade, der immer in Bewegung geblieben ist und immer in Bewegung bleiben wollte, ein Ich, das sich immer wieder in Beziehung setzen wollte zu anderen fremdartigen Ichs, denen es auf seiner Reise begegnet ist. Und der, und das ist dann die Konsequenz, sich überall, wo er hinkommt, nicht zugehörig fühlt. Der merkt, dass er anders ist, aber gerade darin sich als widerständiges Ich wiederfindet, in seiner Eigenart, in seiner kritischen Haltung. Ein Ich, das alle Begegnungen mit sich nimmt, wohlwollend, liebend, aber eben nicht blind für die Unterschiedlichkeit der Menschheit. Ein Ich, das sich im Widerspruch wiederfindet und sensibilisiert. Und ja, das ist ein großer und guter Gedanke. Das möchte ich Ihnen ein bisschen näher bringen, wenn ich mir diese Autobiografie dann gleich auch noch genauer anschaue. Zunächst nochmal ein wenig über Edward W. Said. Ich habe ihn schon vorgestellt in einer früheren Zeichensetzung im Juli 2021, als ich sein Buch Orientalismus von 1978 mir näher angeschaut habe. Aber jetzt also zur Person. Geboren wurde er
am 1. November 1935 in Jerusalem, das damals ein zum Völkerbundsmandatsgebiet Palästina gehörte, also britisch auch verwaltet war. Gestorben ist in Amerika, in New York City, am 25. September 2003. Edward W. Said ist ein Literaturtheoretiker palästinensischer Herkunft, der dann im späteren Leben vor allem auch berühmt bekannt geworden ist als Fürsprecher der Palästinenser, vor allem dann auch nach 1967. Er wurde geboren als Sohn von Hilda und William Wadi Said in Jerusalem. Die Eltern stammten aus Palästina und lebten aber vorwiegend ab 1935 in Kairo. Ich schildere jetzt einige Momente sehr ausführlich, weil sie auch in der Autobiografie ausführlich geschildert werden. Die Mutter 1914 geboren, Tochter eines baptistischen Geistlichen aus Nazareth. Der Vater Wadi Said, geboren 1893 herum, hatte 1911 Palästina verlassen und war über Liverpool in die USA gereist. Er kämpfte im Ersten Weltkrieg auf Seiten der US-Armee und erhielt die US-amerikanische Staatsbürgerschaft, die dann auch sein Sohn Edward erhielt. Er kommt 1920 zurück, heiratet, tritt in das Geschäft seines Schwagers ein, das mit Bürobedarf aller Art handelt, und gründet 1929 eine Zweigstelle in Ägypten, wo er binnen kurzer Zeit eine Firma aufbaut mit vielen Filialen und sehr, sehr reich wird. Er heiratet, wie gesagt, Hilda Said, die doch sehr viel jünger war als er, und sie beziehen dann einen vornehmen Stadtteil in Kairo, Samalek, in der Nähe, auf einer Insel, Nilinsel, in der Nähe des heute noch existierenden Fischparks. Dort wächst Edward Said auf mit 4 jüngeren Geschwistern und besucht nun verschiedene Schulen, die eigentlich, ja, alle westlich geprägt sind. Da ist zum einen die Gezira Preparatory School, danach die Cairo School for American Children und dann das Victoria College in Kairo, das er schließlich wegen einer Rauferei verlassen muss. Diese Schulen haben ihn sehr geprägt, waren höchst unterschiedlich, waren US-amerikanisch geprägte Schulen oder auch englisch geprägte Schulen. Und er hat also höchst unterschiedliche Schulstile mitbekommen. In den Sommerferien ist die Familie in den Libanon gegangen und hat dort in einem kleinen Dorf in der Nähe von Beirut, einem Bergort, 27 Jahre lang den Sommer verbracht. Immer wieder ist die Familie auch nach Jerusalem zurückgekehrt. Sie hatten dort ein Haus in West-Jerusalem, in Talbiya, einem Viertel, das vor allem von wohlhabenden palästinensischen Christen bewohnt wurde, eben vor der Nakba von 1948. Kurze Zeit hat er auch in der Northfield Mount Hermon School verbracht, als 16-Jähriger dann, einem Internat in den USA. Und so hat er sehr viele Schulsysteme mitbekommen und auch Werte, die in diesen Schulen gelehrt wurden. Dann hat er nach dieser nach dem amerikanischen Internat in den USA studiert. Dann 1957 seinen Bachelor of Arts gemacht an der Princeton University, wurde in eine studentische Verbindung aufgenommen, die Phi Beta Kappa. Das sind
Verbindungen der Studentenvereinigungen, die sehr, sehr wichtig sind für US-Amerikaner. Hat dann seinen Master of Arts 1960 gemacht, und schließlich ist er gewechselt an die Harvard University. 1963 wurde er Assistant Professor an der Columbia University, New York, und dann Full Professor 1966 für englische Literatur und Komparatistik, also vergleichende Literaturwissenschaft. Er war einmal kurz verheiratet und heiratete dann in zweiter Ehe 1970 Miriam Cortez, eine arabische Christin, Tochter eines Hochschulgelehrten an der amerikanischen Universität von Beirut, bekam mit ihr zwei Kinder, den Juristen Wadi Said und die Schriftstellerin und Theaterautorin Najla Said, geboren 1974. 1991 erhielt er eine furchtbare Diagnose. Er leide an lymphatischer Leukämie, einer unheilbaren und langsam fortschreitenden Krankheit. Und dieser Krankheitsausbruch und diese Diagnose hat dann auch schließlich dafür zugeführt, dass er seine Autobiografie Out of Place geschrieben hat. 1999 hat er noch einmal mit Daniel Barenboim und Bernd Kaufmann das West Eastern Divan Orchestra gegründet und starb dann wohl kläglich am 25. September 2003 in einem Krankenhaus. Wie gesagt, weltberühmt ist er geworden durch sein Buch Orientalismus, 1978 herausgekommen, in dem er sich kritisch mit den Vorstellungen des Westens über den sogenannten Osten auseinandersetzt. Das haben wir ausführlicher besprochen in der Season über Orient und Okzident. Said war auch ein Schüler von Foucault. Und was er beherrschte als Literaturwissenschaftler, war die Diskursanalyse, also eine Analyse von Texten, untersucht nach dem unterschwelligen Diskurs, der in einer Gesellschaft herrscht und der ihr Selbstverständnis ausmacht. Das ist wichtig, wenn man sich dann auch seine Autobiografie anschaut. Das Buch Orientalismus gilt als Gründungswerk für die Postcolonial Studies als Forschungsrichtung. Er ist wegen dieses Buches heftig kritisiert worden, natürlich. Wenn ein Mensch ein großes, wichtiges Buch herausbringt, dann kommen sofort Kritiker und erklären, dass da die und die und die und die Schwachstelle besteht. Man hat ihm historische Ungenauigkeiten vorgeworfen und. Er hat auf alles antworten können und gut antworten können, wie ich persönlich finde. 1979 erschien dann das Buch The Question of Palestine, in dem er dann den Nahostkonflikt als Konflikt zweier Interpretationen von Wirklichkeit beschreibt, als Konflikt zwischen einer palästinensischen und einer israelischen Wirklichkeit. Das so mal, ich komme nachher noch auf ein anderes Buch zu sprechen im Zusammenhang mit seiner Autobiografie. Vor allem nach dem Sechstagekrieg und der Eroberung weiter Teile des palästinensischen Landes 1967 hat er eine sehr kritische Haltung zur Politik in Palästina, Israel bekommen und sich dann auch immer mehr distanziert von offiziellen
Narrativen über diese Welt. Er hat Todesdrohungen bekommen. Sein Büro musste an der Uni dann auch wirklich geschützt werden. Er ist ein sehr umstrittener Mann gewesen. Man hat ihn zum Beispiel auch als Professor of Terror beschrieben. Und die einen haben ihn geliebt und die anderen haben ihn gehasst. Er wurde verehrt, er wurde gefürchtet. Und in dem Zusammenhang bin ich eben schon relativ früh auf ihn gestoßen und habe mir gedacht, ich werde mir für diese Zeichensetzung seine Autobiografie anschauen. Zur Vorbereitung habe ich mir eine Vorlesung auf YouTube angeschaut, die seit 1998 gehalten hat an der University of Massachusetts Amherst. Und in dem es auch um den Mythos der Clash of Civilizations ging. Samuel Huntington hatte ein Buch geschrieben, The Clash of Cultures, in dem er die neuen Konflikte als kulturelle Konflikte beschrieb, als Konflikte zwischen dem Westen und den anderen, zum Beispiel der islamischen Welt, aber auch der konfuzianischen oder anderer Kulturen. Und er sagte, es gäbe eben so höchst unterschiedliche Grundansichten über die Welt, die unversöhnlich seien und die letztendlich zu Konfrontationen und zu Kriegen führen würden. Und dagegen hat Said sich ausgesprochen. Er hat gesagt, eine Kultur ist nie homogen. Sie ist nie die islamische oder die westliche. Der Islam sah eine Welt of a world of difference, eine Welt, die höchst unterschiedlich sei. Wenn man Muslim in Ägypten oder Indonesien oder im Iran sei, dann ist man das auf höchst unterschiedliche Art und Weise. Die islamische Welt sei eine komplexe und vermischte, gemischte Welt und Simplifizierungen, so wie sie Huntington ausübe, führen zu nichts als zu Konfrontationen und zu Krieg. Und um Kriege zu vermeiden, müsse man aufhören mit Schwarz-Weiß-Malerei, mit binären oppositionellen Denkmustern und man muss die Vielschichtigkeit herausarbeiten, die in jeder Kultur, überall vorhanden sei. Ich lese Ihnen gerade mal den ersten kurzen Abschnitt aus der Vorrede vor. In allen Familien werden Kinder und Eltern erfunden, wird jedem Einzelnen eine Geschichte, ein Charakter, ein Schicksal und sogar eine Sprache verliehen. Daran, wie ich erfunden wurde und in die Welt meiner Eltern und vier Schwestern passen sollte, war immer irgendetwas verkehrt. Ob dies nun daran lag, dass ich meine Rolle ständig missverstand, oder an einem tief sitzenden Makel meines Wesens, konnte ich während des größten Teils meiner Jugend nicht herausfinden. Manchmal gab ich mich kompromisslos und war stolz darauf. Zu anderen Zeiten schien ich dagegen überhaupt keinen Charakter zu haben, war ängstlich, unsicher, willenlos. Alles jedoch war bestimmt von dem Gefühl, immer fehl am Platz zu sein. Eine seltsame Vorrede, das Ich als Narrativ, als Erzählung und der Ausspruch, immer fehl am Platze zu sein. Auf jeden Fall war ich sehr, sehr gespannt darauf, diese Autobiografie zu lesen und habe mich also voller Freude daran gemacht. Und siehe da, je länger ich gelesen habe, desto größere Schwierigkeiten habe ich bekommen. Die Lektüre für mich war ausgesprochen mühsam. Ich konnte mich überhaupt nicht mit dieser Autobiografie anfreunden und fragte mich immer wieder, warum tue ich mir das jetzt eigentlich an? Was Said erzählte, interessierte mich letztlich, muss ich ehrlich sein, nicht.
Er erzählte von Verwandten, von Familie, von Tanten, von Schwestern, von Onkeln, von Cousins, von Schulen, von Lehrern, von Mitschülern. Und ich fragte mich immer, wozu? Also das brachte mich doch nicht weiter. Mich interessierte an Zeit der Intellektuelle, der Erfinder der Postcolonial Studies, der Mann, der sich für die Palästinenser einsetzte, der Kämpfer für Menschenrechte gegen die Ungerechtigkeit, der Mann, der in dem Video der Vorlesung gesagt hatte, in Bezug auf Palästina, "You can't victimize because you have been victimized." Also du kannst niemanden zum Opfer machen, weil du selbst zum Opfer gemacht worden bist. Ein Spruch, der gerade heute auf diesen Konflikt, den wir dort erleben, wo für beide Seiten gilt. Und das hatte mich so bewegt und nichts davon war in der Autobiografie zu spüren. Zumindest nichts auf den ersten Blick. Die Autobiografie entsprach in nichts meinen Erwartungen. Geschrieben hat er sie, nachdem er diese tödliche Diagnose bekommen hat, in der Rückschau auf seine Jugend, sein Leben, seine Kindheit. Das konnte ich ja noch verstehen, dass man sich sozusagen erinnert, woher man kam, wenn man weiß, dass es bald alles zu Ende sein wird. Aber warum man daraus dann eine so große Biografie macht und sie dann auch noch veröffentlicht, das sind doch sehr private Dinge, oft. Das war mir unverständlich. Und den Menschen, den er daran schildert, das war ein US-Amerikaner, ein Intellektueller, der auf die besten Unis gegangen ist, Princeton, Harvard, der Professor an der Columbia University geworden ist, ein hochintelligenter Mann, schon, das war schon von den ersten Schuljahren klar, ein Christ, kein Muslim, kein Opfer der Nakba, also der Vertreibung 1948, so gesehen, so wie man die Vertreibung von der Vertreibung der Palästinenser gelesen hat. Es war ein Junge aus einem sehr reichen Haushalt. Es gibt über ihn schon Filmaufnahmen aus den 40er Jahren, wo praktisch noch keiner eine Filmkamera gehabt hat. Er schildert sehr ausführlich seinen Vater, seine Mutter, die Traumata, die er mit diesem Elternpaar erlebt hat. Der Vater, der ihn immer nur kritisiert hat, fast nichts Persönliches ihm entgegengebracht hat, der ihm noch mit 21 Jahren ein Korsett geschenkt hat, damit er eine aufrechte Haltung erlangen könne. Und der es durch einen geschäftlichen Trick so weit brachte, dass sein Sohn Edward zwischen 1960 und 1975 nicht nach Kairo reisen konnte und nicht zurück zu seinen Eltern konnte. Seine Mutter, eine sehr schwierige Persönlichkeit, die auch immer doppeldeutige Botschaften an ihren Sohn weitergab und ihn uneindeutige Botschaften und ihn auf diese Weise in einer Unsicherheit ließ, die ihn immer wieder an ihn band, bis ins hohe Alter, bis auch in die Zeit nach ihrem Tod. Ein schüchterner junger Mann, ein auch verklemmter junger Mann, kein politischer Flüchtling, kein armer Mensch, kein entrechteter Mensch, kein Mensch ohne Zukunftsperspektive, sondern ein Reicher, der in eine Schule mit Omar Sharif ging, den wir aus Filmen kennen, der Reiten, Golfen, Boxen, Tennis spielen gelernt hat, der ein hervorragender Klavierspieler war, der Furtwängler in Kairo gehört hat, also wirklich upper class. Und nachdem ich
über 300 Seiten so gelesen hatte. 331 Seiten, um genau zu sein, war ich ziemlich müde. Da kamen eben, wie gesagt, Details vor, die mich überhaupt nicht interessierten. Und das Leben der vertriebenen Palästinenser, das dann für ihn im späteren Leben so eine große Rolle gespielt hat, tauchte überhaupt nicht auf. Es sind zwei Personen, die beschrieben werden in seiner Jugend, die sich damit beschäftigt haben. Das ist die Tante Nabiha und ein mit ihr befreundeter Arzt Farid. Aber er selbst sagt, das ist nun doch erstaunlich für ihn, noch problematischer, wenn auch ebenso unerklärliche Weise spielte Palästina jedoch aufgrund des allgemeinen Schweigens und in meinem Fall der teilweisen Unwissenheit keine Rolle. Palästina spielte für ihn in seiner Jugend keine Rolle. Und an anderer Stelle erwähnt er den Arzt Farid, der auch im Gefängnis in Ägypten auf brutale Art und Weise umgekommen ist, weil er sich für das Schicksal der vertriebenen Palästinenser eingesetzt hat. Er schreibt über Farid, dass ich mit Farid zu seinen Lebzeiten niemals die Palästinafrage diskutieren konnte, ist ein weiteres Beispiel dafür, wie verdrängt Palästina als politisches Thema in meinem früheren Leben war. Also, das war sozusagen sein Fazit und das beschrieb er auf über 300 Seiten. Er beschrieb es eben nicht, das spielte keine Rolle. Und erzählte dafür ein Lebensschicksal, was ich nicht erwartet hatte und was mich eigentlich auch nicht so interessierte. Schließlich rief ich entnervt eine Freundin an. Eine Freundin, die väterlicherseits mit im Iran Verwandte hat. Und habe sie gefragt, was soll ich jetzt tun? Wie soll ich dieses Buch vorstellen? Und habe so ein bisschen erzählt, was mich befremdet. Und sie hat gesagt, genau das, was du sagst, wie Said groß geworden ist, das erinnert mich an mein eigenes Leben und meine eigene Familie im Iran. Kam aus einem wohlhabenden Haus, die Familie hatte eine Villa am Kaspischen Meer. Sie wurde groß unter Basari-Händlern, hat ein relativ luxuriöses oder wohlhabendes Leben in Teheran geführt, eine glückliche Kindheit inmitten einer großen Verwandtschaft erlebt und sehr viel Lustiges, sehr viel Freudiges. In Teheran am Kaspischen Meer und bei den Verwandten Meschet. Und das Verwunderliche ist eben, dass es genau in der Zeit passierte, als Khomeini an die Macht kam, also nach 1979. Eine Zeit, die wir im Westen als furchtbare Revolution und Rückfall in den muslimischen Fundamentalismus und eine Schreckensherrschaft erlebt haben. Und davon erzählte sie gar nichts. Und sie erzählte dann, dass sie darauf erst aufmerksam sozusagen gemacht wurde, als sie dann nach Deutschland kam und man sie immer daraufhin wieder angesprochen hat. Und erst in Deutschland sei sie sensibilisiert worden für diese Fragen und habe sich dann eben auch out of place, fehl am Platz, fehl am Ort empfunden. Und da ist mir ein Knopf aufgegangen. Und ich habe auf einmal diese Autobiografie dann doch ganz anders erlebt. Was ich getan hatte, war,
Said in eine Schublade zu stecken. Ich habe in ihm einen bestimmten Typus gesehen, einen Verteidiger der palästinensischen palästinensischen Rechte. Und damit einen Typus. Ich habe ihn einem Kollektiv zugeordnet. Und genau das war ja etwas, was er in seinen ganzen Arbeiten aufzubrechen versucht hatte. Er weigerte sich, gesteckt zu werden in Schubladen. Und so schildert er minutiös und nicht beschönigend das Leben eines Individuums, das unvergleichbar ist, der in eine Familie hineingeboren wird, die ihn prägt als Besonderen, die ihn so prägt, aber auch, dass er sich dann nirgends am richtigen Ort fühlt. Denn letztlich wächst er in Kairo auf und bekommt aber vom Vater her gesehen, US-Amerika ist das ideale Land vor Augen gestellt. Die Mutter, eine puritanische Christin wieder, schickt ihn sozusagen in eine englische Schule und da bekommt er wieder andere Werte vermittelt. Bewirkt bei ihm, dass er sich letztlich nie am richtigen Ort fühlt. Said war ein Schüler Foucaults und er wusste, Gesellschaften bauen ihr Selbstverständnis auf Erzählungen auf, wie sie sich verstehen, wie sie sich herleiten, wie sie sich abgrenzen von anderen. Das nennt man literaturwissenschaftlich eine Diskursanalyse, die man anfertigen muss, um hinter die Geheimnisse eines Selbstverständnisses zu kommen. Und er wendet diese Diskursanalyse auf sich selbst an. Und er sagt, was für Kollektive gilt, gilt natürlich auch für Individuen. Wir wachsen in Erzählungen rein, wir wachsen in ein Selbstverständnis einer Familie hinein, das uns prägt. Und wenn der Westen von dem Orient spricht, dann ist das eben auch sozusagen für das Individuum der Fall. Man wird hineingesteckt in eine bestimmte Schublade als Einzelner. Auch die Eltern tun das, wenn sie einen erziehen und wenn sie ein Menschlein in eine Schule schicken. Und jetzt habe ich die ersten 330 Seiten in einem neuen Licht gesehen. Hier versucht ein Mann, sein Narrativ, dieses kollektive Narrativ aufzubrechen. Er erzählt, wie er detailreich, sehr persönlich, sehr offen und nicht beschönigend, wie er groß geworden ist. Und er löst sich damit raus aus den Vorstellungen, die man an ihn als den Literaturtheoretiker und Orientalismusautor hat. Er zeigt sich als Individuum, heraus aus der Schublade Palästinenser zu sein. Er zeigt eine islamische Welt, Kairo, die zu der Zeit, wo er dort gelebt hat, in der er dort gelebt hat, weltoffen, pro-westlich war und vielfältig. Auch der Libanon, auch das palästinensische Mandatsgebiet, da haben viele, viele Kulturen nebeneinander gelebt und man ist mit Juden und Arabern und Muslimen und Christen in eine Schule gegangen. Er löst das Klischee arabischer Familienclan, so wie man sich das vorstellt, auf und zeigt,
da gibt es den Onkel und den Onkel und den Cousin und die Cousine und das Schicksal und das Schicksal. Und auf einmal hat man vor Augen lauter Individuen und keine Typen mehr. Er versteht es auf unvergleichliche Art und Weise, Stereotypen aufzulösen in ein sehr persönliches, in sehr persönliche Schicksale und Momente. Und das ist doch sehr, sehr heilsam. Wie gesagt, ein arabischer Vater, ein Palästinenser, der sich für US-Amerika begeistert. Eine Mutter, die ihren Sohn nach dem Prinzen of Wales, Edward, benennt. Ein junger Mann, der in den Schulen verschiedene Werte kennenlernt und der in einem Umfeld groß wird, was von vielen Kulturen zunächst durchdrungen ist. Erst in den USA, dann im Internat und dann an der Uni lernt er Konformität kennen, die alles durchziehende Moral, die gelehrt wird, die nichts Widerständiges erlaubt, wo man ein Good Guy sein muss, wo man das lernen muss und wo er sich hineinfinden muss. Einerseits, das empfindet er negativ. Andererseits sieht er, wie viel Freiheit es ihm ermöglicht hat, auch sich herauszulösen aus seiner Familie, frei zu werden als Einzelner, sich selbst wiederzufinden. Und er hat auch wunderbare Lehrer natürlich an diesen US-amerikanischen Universitäten. Und schließlich erlebt er, wie er, obwohl er sich nirgends wirklich zu Hause fühlt, wirklich bejaht, wirklich positiv aufgenommen, weder in seinem engsten Familienkreis noch in den Schulen, noch an den Universitäten, wie das einen Menschen sensibilisieren kann, wie man daraus einen Gewinn ziehen kann, wie man sein Leben als sozusagen Exilierter bejahen kann, voll und ganz. Er hat einen Essay geschrieben und eine Essaysammlung herausgebracht, Reflections on Exile, also Überlegungen, Nachdenken übers Exil. Und daran hat er dann auch gesagt, dass man, wenn man im Exil lebt, ein Groll hegen kann. Man kann sein Schicksal bedauern, aber man kann auch etwas Positives daraus gewinnen, nämlich eine geschärfte Sicht auf seine Umgebung, auf die Vergangenheit, auf die Gegenwart, eine Art von Sensibilisierung, die einem eben durch die Widerständigkeit erst offenbar wird und gegeben wird. Exil, so ich übersetze aus dem Englischen, seine Art Bewusstseinsstudium, genauso wie eine physische und auch psychologische Realität, aber eben von Menschen, die eigentlich regionale und lokale Bindungen zu ihrem Ursprung, zu ihrem Ursprungsland verloren haben und auch verweigern, die eine Distanz zwischen sich und ihren kulturellen Hintergrund, Herkunft legen, die eine Distanz zwischen sich und ihrem wahren Zuhause kennen und das als kreativen Zustand erleben, der die Sinne schärft, der sensibilisiert für alle Erfahrungen um ihn herum und auch für Erfahrungen anderer, die in ähnlichen Situationen leben. Für mich ist Edward W. Said ein
immer noch ein Mann, den ich sehr, sehr bewundere. Den ich einfach auch dafür bewundere, dass er dieses Denken in so und so und so aufbricht. Es ist eben nicht so. Und so war es auch nicht. Ein kämpferischer Mann, ein sanfter Mann, ein humorvoller Mann. Ein Mann, der sich für die Gerechtigkeit einsetzt und sich gegen Urteile ausspricht, die unfrei machen, die eine konfrontative Haltung erzeugen. In dem, was ich von ihm gesehen habe, auf YouTube, in Vorlesungen, wie er diskutiert hat mit seinen Gegnern auch, und wie er aus konfrontativen Diskursen die Schärfe herausgenommen hat, das ist schon einfach großartig. Und er hat einmal in einer Diskussion, das habe ich in dieser Zeichensetzung vom Juli 21 auch schon erzählt, aber das finde ich einfach großartig. Er hat seinen Gegner geantwortet, ihr sucht immer zu sagen, da gäbe es so eine Homogenität und Palästinenser und Muslime seien so und so und das ist doch nur Vorurteile. Und er hat einen Witz erzählt, einen seiner Lieblingswitze über Groucho Marx, einen von den Marx Brothers. Das sind Komiker gewesen, die in den USA auch in den 50er Jahren wirklich richtig berühmt waren. Und einer dieser Marx Brothers erzählt also, dass er im Aufzug im Hotel in Rom gefahren sei und die Türen hätten sich aufgemacht. Und drei katholische Priester seien eingetreten, erkennbar in ihrer Kleidung. Einer der Priester habe sich ihm genähert und angesprochen, ob er ein Marx-Brother sei, und hat gesagt zu ihm, meine Mutter ist ein großer Fan von Ihnen. Und der Marx-Brother habe geantwortet, was? Sie haben eine Mutter? Das ist ein Witz, den muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, weil er genau auch das beschreibt, was ich dann auch immer wieder bei diesem Buch erlebt habe, dass man mit so viel Urteilen und Vorurteilen und Vorverständnis an Menschen und Bücher herangeht und die man dann Gott sei Dank revidieren muss und dann eben auch erfährt, wie wichtig es ist, zu merken, dass man wieder einmal auf die Schnauze gefallen ist und wieder einmal jemanden in eine Schublade gesteckt hat, in die er nicht gehört.